Du möchtest eine AVM-Fritzbox an deinem Internetanschluss einrichten? Dann brauchst du entweder den Modem-Installationscode, auch MIC genannt, oder deine Internetzugangsdaten. In diesem Video zeigen wir dir, wie du eine Fritzbox mithilfe deiner persönlichen Zugangsdaten einrichtest. In unserem Beispiel haben wir eine Fritzbox 7530 mit der OS-Version 7.1.4. Es kann sein, dass einige Schritte etwas anders sind als bei dir zu Hause. Verbinde zuerst die Fritzbox mit deinem PC oder Laptop. Das geht mit einem LAN-Kabel oder auch per WLAN. Öffne dann den Internetbrowser und gib in die Adresszeile http://fritz.box ein. Bestätige deine Eingabe am Ende mit Enter. Die Fritzbox-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem Kennwort geschützt. Dieses findest du auf der Geräteunterseite. Auf der beiliegenden Fritz-Notizkarte steht es auch nochmal. Gib das Kennwort in das entsprechende Feld ein und klick auf Anmelden. Das Kennwort kannst du später in den Einstellungen des Router-Menüs ändern. Möchtest du die AVM-Produktverbesserung durch deine Fehlerberichte und Diagnosedaten unterstützen? Dann lass den Haken bei Diagnose und Wartung und klick auf OK. Danach bist du beim Einrichtungsassistenten. Klick hier auf Weiter. Wähle im nächsten Fenster aus dem Aufklappmenü Vodafone als deinen Internetanbieter aus. Wähle dann unter Vodafone DSL-Anschluss die Option Einrichtung mit Eingabe der Zugangsdaten und klick auf Weiter. Gib jetzt deinen Benutzernamen und das dazugehörige Kennwort ein. Beides hast du mit dem Willkommensbrief per E-Mail oder Post bekommen. Achte darauf, dass du deinen vollständigen Benutzernamen eingibst. Klick dann auf Weiter. Überprüf die Zusammenfassung der Einstellungen und klick wieder auf Weiter. Jetzt werden die Einstellungen automatisch gespeichert und die Internetverbindung geprüft. Klick ein weiteres Mal auf Weiter. Ist dein Anschluss ein reiner Internetanschluss? Dann klick hier auf Weiter. Wurde deinem Anschluss aber eine Rufnummer zugeteilt, dann kannst du auch ein Festnetztelefon nutzen. Klick dafür auf Neue Rufnummer einrichten. Wähle aus dem Aufklappmenü Vodafone DSL als deinen Telefonanbieter aus und gib in den Feldern deine Ortsvorwahl, die Rufnummer und das Sprachpasswort ein. Diese Daten findest du auch in deinem Willkommensbrief. Klick danach wieder auf Weiter. Überprüf noch einmal deine Rufnummer und klick auf Weiter. War die Speicherung und die Rufnummernüberprüfung erfolgreich? Dann klick wieder auf Weiter. Du siehst jetzt eine Übersicht deiner WLAN-Einstellungen. Die kannst du direkt hier oder auch später noch ändern. Möchtest du vom Hersteller per E-Mail die empfohlenen Infos zu deiner Fritzbox bekommen? Dann setz den Haken und gib deine E-Mail-Adresse ein. Mit einem Klick auf Weiter kommst du zur Update-Prüfung. Ist das Fritz OS auf dem aktuellsten Stand? Dann wähl Assistenten fertigstellen. Ansonsten warte, bis das Fritz OS aktualisiert wurde. Die Ersteinrichtung ist jetzt abgeschlossen. Viel Spaß mit deiner AVM-Fritzbox wünscht dir Vodafone.